Ein großes Ereignis wirft seinen Schatten voraus, denn morgen ist der 29. Februar. Und Sie wissen, was das heißt. Wissen Sie, was das heißt? Was heißt es? Was heißt es? Schaltjahr heißt das, genau. Und was Sie schon immer über das Schaltjahr wissen wollten, das haben wir für Sie hier zusammengetragen. Hallo. Na, wie ist die Lage? Gut. Ja, ganz gut. Heute Abend geht aufs Konzert. Aufs Konzert? Ja. Was denn für ein? Luciano-Konzert. Ja, danke, ja. Serena. Aber das ist noch nicht fertig, ne? Was ist noch nicht fertig? Make-up und Haare und alles fehlt noch. Aha. Na, dann mal los. Aber vorher gibt's noch die TV-Total-Straßenumfrage. Thema heute, das Schaltjahr 2024. Dieses Jahr passiert etwas ganz Besonderes. Und zwar morgen. Weißt du was? Bei wem? Bei mir? Oder meinst du jetzt allgemein? Allgemein. Dieses Jahr, sprichst du, oder meinst du jetzt Jahr oder was? Dieses Jahr. Bei mir passiert viel, Junge, ne? Bei mir sind alles Highlight, ne? So, so. Weißt du, was Besonderes passiert jetzt im Februar? Ach, meinst du Valentinstag? Nee, den hatten wir schon. Wisst ihr es vielleicht? Ich bin aus dem Osten, ich weiß das nicht. Ja, die Ausrede gilt hier nicht. Schaltjahr. Richtig. Und was ist das? Oh, Schaltjahr. Dann ist, wenn die Lüge all ihre Dinge da mit dem Steuer und alles kriegen, ne? Sieht, ne? Ja, dass die Leute das mal machen sollen, dass sie ihr Geld wieder kriegen und so, ne? Das ist das? Das ist das, ne? Wo sie jetzt all sagen, oh, ich mach mal deine Steuererklärung und guck mal, dass du das alles kriegst und so jetzt all. Ja, das habe ich gehört, aber ich glaube, das wissen ja nicht viel. Das glaube ich auch. Das wissen ganz wenige Leute, die wirklich sagen, so um alle 4 Jahre, so, und jetzt kannst du die Wissenbeträge zurückholen. Ah. Viele sind da nicht aufgeklärt. Junge Leute sowieso nicht, glöwig, weil früher war das ja alles ein bisschen anders. Da hat sie eine Schule, was mitgekriegt und so was. Heute ist das glöwig, die chillen heute nur noch all. iPhone, ganz klar, ne? Google und so jetzt auch. Aber das stimmt, da hast du recht. Und warum gibt es das? Weißt du das? Nee, das weiß ich nicht. Doch, von irgendwas, von der Kirche, ne? Ja, einfach. Nee, das, mehr weiß ich nicht. Ja, guck, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Und was passiert da? Da dreht sich irgendwas vielleicht. Irgendwas dreht sich? Schneller. Ah ja. Genau, ja. Was meint ihr? Ich hätte jetzt gedacht, boah, keine Ahnung, ich hätte jetzt vorgestellt, so, dass der Mond irgendwas... Irgendwas mit dem Mond auf jeden Fall, hätte ich jetzt gesagt. Erklär mal genauer. Ja, ich weiß nicht, wie man das erklären soll. Du hast keine Ahnung, wie man das nennt. Irgendwie, keine Ahnung, alle 4 Jahre irgendwie... Sonnensystem. Okay, wisst ihr es? Das ist doch dann, genau, Februar, war es 31 statt 30. Meinst du? Genau. Das ist nur alle 4 Jahre und dann hat der Februar einen Tag mehr. Wie viel genau? 29. Sicher? Oh Gott, ja. Was sagst du? Ich sag gar nichts. Und wie oft gibt es so einen Schalltag? Oh, Junge, du freust mich, Sache. Ich war in der Show, aber nur im Schulhof. Mir haupt auf Singen und Klatschen. Das ist schon Knaller, der Typ. Ne? Wahnsinn. 4 Jahre, wann haben wir das dann wieder? Den nächsten 4 Jahre? In 10 Jahren oder was? Ja, ungefähr. Und dann, ne? Richtig. Ja, wenn ich das dann noch erlebe, wenn der liebe Jörg haben will, das mache, dann mache ich das ja, ganz klar. Ne? Klasse. Und was macht ihr Tolles am Schalltag? Schlafen, ganz normal. Ganz normaler Tag, einfach nur schlafen. Ah ja. Ja. Den ganzen Tag schlafen? Ja. Interessant, schlaft ihr auch durch? An dem Tag hat ein Freund von mir Geburtstag und ja, am 29. Das wird halt gefeiert, dass er dieses Jahr ja, am 29. feiern kann. Und was machst du? Ganz ehrlich, dadurch, dass ich aus dieser Branche komme, ich mache Türe, bin ich froh, wenn ich allein bin. Verstehe. Arbeitest du auch am Schalltag? Ja, da kriegen wir einen Tag weniger Geld. Ja, so kann man es auch sehen. Und wie findest du den Schalltag so? Ganz ehrlich, schaffe das. Warum das denn? Ist unnötig. Das ist unnötig. Es gibt Dinge, die sind wichtiger, die sind nötiger, aber das... Findet ihr auch, dass man den Schalltag abschaffen sollte? Ach, das ist... Nein, keine Ahnung. Was mit den Leuten, die Geburtstag haben? Am 29. Februar. Ja, sag mal, was ist denn mit denen? Naja, weiß ich ja nicht. Wenn das abgeschafft wäre, wäre ja blöd. Haben die dann nie wieder Geburtstag? Verrückt. Und wie fändest du das? Mir wäre es jetzt ehrlich gesagt total egal. Okay, sonst noch was? Aber wie gesagt, mindestens nur einmal gesund. Macht was draus. Ihr seid alle jung. Immer schön Attacke voll, ja, ist Feuer frei. Ich schiff alles. Ich versuche das alles noch hinzukriegen. Vielen Dank. Tschüssi. Ebenso. Macht gut und schwinge rot. Tschüssi. Danke. Ciao. 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 Ciao.